Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Dead by Daylight. Ich hoffe, euch allen geht es gut. Ich bin gespannt, wie diese Runde jetzt sein wird, denn ich habe gerade eben noch ein Spiel gespielt, davor auch noch ein Spiel gespielt und ich hatte bis jetzt nur Camper die ganze Zeit. Ich weiß noch nicht ganz genau, ob ich es hochladen werde, das werdet ihr dann sehen. Ich vermute aber eher nicht, denn das macht keinen Spaß. Also beim ersten Mal kann ich euch sagen, bin ich direkt gestorben. Instant war ich tot. Beim zweiten Mal habe ich es probiert, bin auch relativ gut davon gekommen. Das Problem ist, der hat sich nicht lumpen lassen. Der war dem Scheiß egal, dass ich irgendwie... Moment, ich muss mal kurz gucken, ob ich... Ja, ich will zu ihm. Der war dem völlig egal, ob ich da in der Nähe war. Der ging auf jeden Fall nicht vom Haken weg. Und so war es die ganze Zeit. Also, es macht keinen Spaß. Deswegen habe ich mir jetzt gesagt, ich werde natürlich wie immer versuchen, andere zu retten. Wenn er aber konstant campt und nicht weggeht, dann gehe ich einfach mal weiter Generatoren. Wo? Wo? Ist der Fall Neger? Boah, ich konnte die ganze Zeit nicht sehen, wo der ist. Ich konnte es die ganze Zeit nicht erkennen. Oh nein. Ob er jetzt runter geht. Oh, so kann er kommen. Shit. Ich bin gerade aufgeregt. Ich bin gerade so aufgeregt. Okay, ich mach gleich die Fallen weg. Wenn er mal hier weggehen würde. So. Komm, 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 beeil dich. Oh, fuck. 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 Geh weg. Nein. Scheiße. Gott, ich bin so am Arsch. Ich
Ich habe ein ganz großes Problem. Ich habe ein Riesenproblem. Kannst du mich heilen? Ja, das Problem ist, er kommt jetzt wahrscheinlich hier hin. Keine Ahnung, wie ich entkommen konnte. Wirklich nicht. Und ich habe in diesem Spiel wieder überhaupt nichts gemacht. Absolut rein gar nichts. Ich glaube, ich... Ist übrigens heute immer noch Samstag. Ich glaube, heute ist einfach nicht mein Tag. Ich dachte mir so, ach, probierst du es nochmal. Aber nein. Irgendwie bin ich heute nicht so gut dabei, wie ich sein sollte oder wie ich sonst auch bin. Ah, okay. Dankeschön. Der war da hinten. Sie hat es mir gezeigt. So, wir müssen auf Fallen aufpassen. Ich fange mal hier an. Ich muss ja auch ein paar Punkte bekommen, wa? Ach, warte doch mal, ich hab doch... Mein Gott, ich hab doch die Werkzeugkiste. Kann ich auch benutzen. Oh Gott, ich bin gerade so aufgeregt, dass ich sogar zitter. Woher wusste ich das? Ich glaube, wir spielen zusammen. Wo ist der? Da. Fuck, wo war denn der andere Ausgang? Da hinten. Okay, jetzt geht sie weiter. Oh nein. Warte, ich gehe wieder zurück und mache dort den Ausgang. Ach, der ist schon frei. Ach ja, klar, da ist sie gerade rausgegangen. Stimmt. Sollte jetzt in keine Falle reintreten. Guck mal, wo der andere ist. Ah, jetzt bin ich nur noch da. Okay, gut. Sehr gut. Oh, ja. Oh Gott, GG, ja, für mich glaube ich eher nicht. Das war für mich eher Katastrophe. Ich habe auch am wenigsten Punkte, ich weiß, das war kein gutes Spiel von mir. Ich habe nichts in diesem Spiel gemacht. Egal, wir machen noch eine Runde. Wir kriegen das hin. Ich glaube aber, dann lasse ich es wirklich für heute sein. Ich glaube, ich sollte heute einfach kein... Das soll heute einfach nicht sein bei mir. Ich probiere es trotzdem, weil ich dachte so... Aber ich habe ja Lust, so ist es ja nicht. Ich habe ja Zeit. Eigentlich habe ich mir auch vorgenommen, dass ich heute ein bisschen was aufnehme. Aber irgendwie ist momentan der Wurm drin bei mir. Ich kann euch nicht sagen, warum. Ich vermute, weil ich müde bin. Und weil mir gerade mega kalt ist. Boah, ich habe das Problem, ist bei uns... Wir haben hohe Decken. Also, was heißt Problem? Das ist eigentlich mega schön. Ich finde es richtig schön. Im Sommer ist es vor allem... Was hat die Linke denn an? Das habe ich ja noch nie gesehen. Im Sommer ist das richtig toll. Da sitzen wir sogar manchmal hier mit einem Pullover. Das ist kein Witz. Im Sommer ist es manchmal so kühl hier drin. Vor allem, weil bei uns jetzt, wo ich hier im PC habe, bei mir scheint nie die Sonne rein. Morgens, ganz früh morgens nur. Aber danach nicht den ganzen Tag hast du keine Sonne. Das klingt jetzt vielleicht erstmal... bescheuert. Im Winter ist das auch ein bisschen blöd, wenn die Sonne scheint, du hast nichts davon. Aber im Sommer, Gott, im Sommer ist das so geil. Das ist, kann ich jedem empfehlen. Hier ist nichts. Ja, gut, wenn wirklich jetzt, wenn es 40 Grad draußen sind oder was auch immer
oder sagen wir mal 35 Grad, 40 Grad ist jetzt ein bisschen viel, dann wird es hier auch mal wärmer. Aber es gering vor allem, ja, wenn jetzt 5 Tage hintereinander so hohe Temperaturen herrschen, das ist was anderes. Da sind die Wohnungen einfach aufgeheizt. Das ist ja normal, dass es warm ist. Aber wenn es mal so ein Tag richtig warm ist, ist hier, interessiert die Wohnung hier nicht. Interessiert die nicht. Hier ist es kühl. Und das liebe ich, das liebe ich. Aber im Winter hingegen heizt du wie nie Bescheuerte. Wirklich, du heizt und heizt und heizt. Also man muss es natürlich regelmäßig machen, was wir ja auch machen. Aber du hast das Gefühl, es wird nicht wärmer. Und eigentlich bin ich überhaupt keine Frostbeule. Und das meine ich jetzt noch nicht, das ist mein voller Ernst. Wenn ihr Leute fragen würde, die mich kennen, ich friere nicht. Im Winter keine Handschuhe. Mir ist konstant warm. Ich muss immer, wenn wir in der Uni sind, das Fenster aufhaben. Dafür hassen mich alle. Ich brauche frische Luft. Aber wenn ich müde bin und erschöpft, ja, dann sieht's anders aus. Dann, oh, ein Disconnect. Geil. Dann ist mir super kalt. Okay. Beziehungsweise, dann wird mir schneller kälter. So. Was macht sie da? Okay, sie hilft mir. Was mir mal aufgefallen ist, ich konnte bis jetzt noch nicht einmal meinen Plug anwenden. So, ich hoffe nicht, dass es der Meyers ist. Und auch, wobei der Geist, glaube ich, den hätten wir schon gehört. Wobei muss nicht, wenn er sich noch nicht gezeigt hat. Es kann aber auch der Fallenleger sein. Keine Ahnung. Oh Mann. Okay, ich laufe jetzt lieber nicht weg. Sie läuft weg. Boah, wenn ich wüsste, wer es ist. Dann würde ich jetzt hier nicht so. Dann würde ich jetzt eher hier so rumlaufen, wenn es der Geist zum Beispiel ist. Okay. Ich mach den nächsten Generator. Na, komm. Nee, wobei, hier bitte. So. Wir schaffen das. Wir sind zwar nur noch zu dritt, brauchen 4 Generatoren, aber kein Problem. Wir kriegen das hin. Es juckt, meine Nase juckt. Moment. Oh Gott. Ja, wunderbar. Kommen wir zu mir. So, machen wir heile. Okay, der Geist ist es nicht. Oh mein Gott, da habe ich dich gesehen. Doch, da habe ich gesehen. Oh Mann! Oh, ich brauche Vorwarnung, ganz ehrlich. Ich krieg das ohne nicht hin anscheinend. Spring! Ja, okay, der hat mich. Oh Mann! Ich finde, das ist jetzt nicht so. Also. Ich meine, schickt er mich in den Keller, oder? Bringt er mich in den Keller? Ich glaube schon. Jo. Ah, Kacke. So ein Mist aber auch. Okay. Oh, ja gut. Die sind ein bisschen weit weg. Die kommt mich holen. Das ist nett.
Magst du mich noch direkt heilen? Danke. Endlich mal ein guter Killer. Also im Sinne von, er kennt nicht. So. Es ist so selten, dass ich als erstes hänge. Mein Gott, was ist denn heute los? Ganz komisch. Okay, fangen wir mal an. Aber danke schön, dass ich gerettet wurde. Ist nett. Das ist wirklich, wirklich nett. Weil es gibt so viele Spieler, die machen das nicht. Oh, das da hinten. Den gehen wir dann auch gleich retten. Fuck, fuck, Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung. Boah, ich bin heute, glaube ich, die Pest. So, der muss jetzt von vorne kommen. Rechts oder links? Links. Rechts. Links. Kurva, da habe ich nicht gesehen. Da habe ich nicht gesehen. Okay, warum geht denn jetzt zurück? Komisch. Wahrscheinlich hat er meine Spuren gesehen. Jetzt will sie ihn retten. Dann macht das. So. Wie ist sie überhaupt so schnell hingekommen? Ich frage gar nicht nach. Es ist einfach so. Und weg. Oh Mann, Not! Ich laufe die ganze Zeit in seine Arme, das gibt es doch nicht! Verfluchte Scheiße nochmal! Entschuldigung, Entschuldigung, ich will nicht fluchen. Oh, ist das ärgerlich! Was ist denn heute los? Tut mir leid, ich wollte nicht fluchen. Das kam jetzt so raus. Bitte entschuldigt. Wow, 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 wow. Ich bin... Hey, das war ein letztes Play auch schon so. Ich bin... Warum laufe ich den Leuten jetzt immer in die Arme? Ich fass es nicht. Ich bin viel zu aufgeregt gerade. Ich... Keine Ahnung. Irgendwas mache ich auf jeden Fall gerade gewaltig schief. Kann ja nicht sein. Ich glaube, noch wichtiger für mich persönlich ist Vorwarnung, als jetzt zum Beispiel Sprint Boost. Glaube ich. Fuck. Oh ja, dankeschön. Dankeschön. Aber er kommt jetzt wahrscheinlich hierher. Danke. So, das heißt, ich gehe ihn retten, ja? Sie retten, meine ich. So, jetzt Konzentration bitte, Stefka. Damit du ihm nicht wieder in die Arme läufst. Ich sehe ihn nicht. Oh Gott. Das war gerade so knapp. Oh mein Gott. Ganz ehrlich, ich habe einfach, glaube ich, gerade Glück. Können ist es nicht.
Mein Perk, ich habe einen Perk eingesetzt. Jawohl! War zwar... Ah, ich muss ein bisschen warten. Also, Holz ist bei mir der Wurm drin. Sag ich euch, wie es ist. Oh Mann, ich bin gleich so tot. Da ist noch eine Palette! Da ist eine Palette! Los, los, los! Ich spiele gerade wie der größte Wurm auf Erden. Und jetzt. Wie der größte behinderte Wurm. Luke, hallo? Scheiße. Ich hätte nicht dahin laufen dürfen. Der war dort, oder? Ich habe nicht darauf geachtet. Verdammt. Oh, was ist denn hier los? Den lässt er liegen. Ich weiß nicht wieso. Ist ein verfluchtes Spiel heute für mich. Aber absolut. Ich habe lange nicht mehr so... Oh, warte. Rette mich bitte. Rette mich. Hallo. Rette mich. Magst du mich heilen? Danke. Ich habe lange nicht mehr so scheiße gespielt. Ganz ehrlich, man muss es beim Namen mehr nennen. Ich habe einfach nur... Ich spiele Kacke. Ich spiele Haufen Müll. Was ist denn jetzt wieder? Da war er. Habe ich nicht gesehen. So. Einmal heilen. Dann gehen wir zu dem anderen. Eigentlich müsste ich hier am Boden liegen. Wirklich jetzt. Diesmal habe ich dich im Blick, mein Freund. Nee, ja, ich brauche auf jeden Fall... Je mehr ich spiele, also je mehr ich mit ihm spiele... Ihr müsst mal beachten, also ich habe wirklich komplett andere... Zwei andere Perks, so. Sonst spiele ich immer mit Sprint Boost, Selbstfürsorge, Sabotage und das, was ich jetzt habe, ich weiß gar nicht, das mit dem Herz, dass ich sehe, wo die Verletzten sind. Wo ist er jetzt? Hier heilen. Scheiße, wer ist da? Ich hab mich gesehen. Ich bin verflucht. Warum renne ich eigentlich auch? Wieder ich. Ah,
Gut, ich kann jetzt hier einfach gar nichts mehr umwerfen, ne? Weil ich jetzt einfach schon alles genommen habe, was es hier in diesem Spiel gibt. Spring! Oh Mann! Ein paar Paletten gibt es anscheinend noch. Ist das bitter? Na, Scheiße! Was ist das bitte für ein Spiel? Gott, ist das ein verrücktes Spiel! Ach, ich hab doch meinen Perk mit. Das, mein Gott, ich denke heute aber auch an gar nichts. Da ist eine Falle. Süße, da ist eine Falle unter mir. Da ist eine Falle, da ist eine Falle! Doch nicht? Hat er nicht eine Falle gelegt? Entschuldigung, ich dachte. Jetzt muss ich schon wieder von ihm weglaufen. Ich bin verflucht. Ich bin verflucht. Ich bin verflucht. Jetzt sterbe ich aber. Das ist. Uncool. Nein! Ich kann mich doch. Wie kann ich denn eigentlich meinen Perk einsetzen? Muss ich mich erstmal erholen? Ich weiß es nicht. Aber er spielt mit uns, okay? Jetzt wäre natürlich schlau zu wissen, wie ich meinen Perk einsetzen kann. Ich dachte irgendwie Leertaste, aber das geht nicht. Ich werde von Chiss geheilt. Ist das gut? Dankeschön, Chiss. Ja, verrücktes Spiel. Also ich kann es absolut verstehen, wenn ihr denkt so, ey, was macht die denn da für einen Scheiß? Ganz ehrlich. Verständlich. Frage ich mich auch. Jetzt schon im ganzen Spiel. Was ich hier für Müll spiele. Mein Gott. Was ist heute los? Was ist ein verrücktes Spiel? Das ist ein wirklich verrücktes Spiel. So. Geht's ihn heilen? Nein, muss ich ihn heilen gehen? Ja, ich gehe ihn heilen. Kein Problem. Ich laufe. Ich muss nur immer gucken, dass ich jetzt nicht in einer Falle laufe. Das wäre mega bitter. Ach da. Entschuldigung. Ich glaube, mich hat jemand gerade angeschrieben. Gut, mach du mal bitte den Generator. Ich gehe zu ihr. Nein, mach du den Generator. Nein, 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 nein. Mach du den Generator. Ja, genau. Sonst wären wir hier nie fertig. Also ich hätte von mir jetzt auch den Generator machen können.
Aber ich kann sie auch heilen gehen. Ist hier irgendwo näher? Oh je. Boah, was ist das für ein Spiel? Das ist... Leute, ich hatte noch nie so ein verrücktes Spiel. Wirklich nicht. Absolut nicht. So. Generator. Achso, sie hat eine Falle entschärft. Ich dachte, die wäre jetzt reingegangen. Das wäre es jetzt noch gewesen. Oh Mann. Ich komme nicht zum Generator machen, ne? Ich komme einfach nicht dazu. Ich weiß nicht, was ich... Ich komme nicht dazu. Es ist nö. Ich heile die ganze Zeit. Hin und her, hin und zurück. Ja, komm. Dich heilen wir auch mal. Wow. Ich glaube, der hat keinen Bock mehr, der will Ende machen. Verständlich. So, können wir jetzt endlich mal bitte den Generator machen. So, Konzentration. Komm, 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 hilf mir. Verkack es bitte nicht. Ich versuch's auch. Mach du auf. Ich bin tot. Oh Mann, ich habe ihn nicht gesehen. Oh, jetzt hängt er mich auf. Oh wow. Das ist bitter. Das ist bitter. Das ist richtig bitter. Ja gut, aber ist ein gutes... Ja krass, okay, ich bin tot. Aber ist ein gutes Recht. Davon mal abgesehen, der hätte ihn schon viel früher töten können. Viel, viel, viel früher. Was so genervt hat, ich konnte erstens, ich hab den nie gesehen. Oh Mann, ich hab den nie gesehen. Das ist einfach, ich bin viel zu sehr an Vorwarnung gewöhnt, viel zu stark. Und ich hab den nicht, ich hab den gehört, ja, man hört natürlich einen Herzschlag, aber, ja, einen Herzschlag hört man, aber ich sehe ihn nicht. Also ich hab, nö. Ich gucke mich immer um, aber ich sehe den nicht. Ich sehe den einfach nicht. Ich bin nicht... Keine Ahnung, warum. Und... Oh je. Oh Gott, ich höre auf. Ich höre heute auf zu spielen. Es bringt nichts. Absolut gar nichts. Wirklich gar nichts. Und wir kamen einfach nicht dazu, diesen... Oh, das ist unglaublich. Wir kamen wirklich nicht dazu, den letzten Generator zu machen. Das kann doch nicht so schwer sein. Aber der hat gut gespielt. Der hat, wirklich gut gespielt. Kann man nicht anders sagen. Der hätte uns viel früher bekommen können. Der hat ein bisschen rumgespielt. Der wusste ganz genau, was er tut. Das Ende. Das war unnötig. Der kam von einer ganz anderen Seite. Oh Gott, das hätte ich nicht gedacht.
Ach so, jetzt habe ich nicht gesehen. Vielleicht hatte der, muss ich gleich nochmal in der Aufnahme schauen. Vielleicht hatte der voran, ach hier Dingens. Wenn die Ausgangstore mit Energie versorgt sind, gibt es ja einen Perk, wo du alle Überlebenden für die ersten 5 Sekunden oder 3 Sekunden sehen kannst. Vielleicht hatte er das und er hat mich dort gesehen. Das kann natürlich sein. Das wäre bitter gewesen. Aber gut. Ja, die Runde war jetzt nicht so bombastisch. Gut. Aber ich muss sagen, trotzdem hat es Spaß gemacht. Vor allem die zweite Runde. Ein bisschen nervig war am Ende, dass wir den Generator einfach nicht anbekommen haben. Weil ich jedes Mal, da war ich sie heilen, da war ich ihn heilen, da war ich wieder sie heilen, da war ich wieder ihn heilen. Aber wirklich immer hin und her. Manchmal lag ich dann am Boden, aber ich glaube, ich lag nicht so oft am Boden wie die beiden anderen. Und ich bin relativ schnell immer davon gekommen. Also nicht schnell, sondern lange. Der hat immer ein bisschen gebraucht, mich zu bekommen. Ja, das muss ich aber auch noch lernen. Aber das, wie gesagt, das kommt. Aber sonst, ja, das Spiel war eigentlich nicht gut. Es hat zwar Spaß gemacht, aber qualitativ war das von mir nicht gut. Das weiß ich auch. Und deswegen höre ich für heute auf, Dead by Data zu spielen. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem Spaß. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Abend. Und wenn ihr Lust habt, sehen wir uns hoffentlich in einer viel besseren Folge mit einer viel konzentrierteren Stefka. Bis dann. Tschüss.